So, liebe Leute, welcome back im FM 13. Wir sind wieder am Start und zwar gegen die TSG 8099 Hoffenheim. Schauen wir doch mal, wie es läuft heute im Textmodus. Wir sind natürlich überragend in Form. Ich sag mal, in Zeiten eines SC Paderborn ist alles möglich. Einfach unglaublich. Schauen wir mal, kämpft um jeden Ball. Oder ich will heute sehen, dass ihr Gras frisst. Ein akzeptables Ergebnis, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Ja, wir sind ja auf Punktesammlung, auf Punktejagd. Jeder Punkt bringt uns weiter weg von den Abstiegsplätzen, das ist klar, ne? Nun schauen wir nochmal, was wir heute rausholen können hier auswärts in der Wiesol, wie heißt das Ding? Wiesol Rhein-Neckar-Arena, war ich ja auch mal im Stadion. Ja, die Hamburg-Fans haben ordentlich Stimmung gemacht, was da vor Ort dann los war. Es ging. Ich habe auch schon Schlimmeres erlebt. So sieht's aus, im Handball. Da war aber mal nichts los. So, die Mannschaft sollte ein akzeptables Ergebnis erzielen. Kämpft um jeden Ball, Jungs. Zeigt mal, was ihr könnt. Textmodus heute gegen die TSG. Man sieht auch so ein bisschen an unserer Mannschaftsstärke. Ein Spiel bereits in der ersten Liga getätigt, einen Sieg rausgeholt, das sensationelle 2:0 zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen und zack, ihr seht, geht steil vorwärts mit unserer Mannschaft. Wir purzeln ratzfatz auf die 70 bei vielen Spielern. So, Steilvorlage von Deli. Alter, am Strafraum spielt der clever in den Rücken der Abwehr auf den freistehenden Aktogan, der aus 11 Metern trocken ins von Tim Wiese verlassene Tor zum 0-1 einschieben will, aber kläglich verzieht. Es ist nicht zu fassen. Sensationeller Abschlag in Sinsheim-Hoffenheim. Tim Wiese ist immer noch dabei, das ist einfach unglaublich. Mitchell Weiser legt sich den Ball mit der Brust vor und hat plötzlich freie Bahn, aber eine kleine technische Unsauberheit bei der Ballkontrolle bringt Ballas wieder heran und der grätscht eben den Ball kurz. Was steht da? Steht er nicht mehr da. Da steht eine neue Zusammenfassung in der 9. Minute. Gut, aber Ballas rettet unseren Arsch da erstmal, dass es zumindest 10 Minuten noch unentschieden steht. Wir gucken mal, ja, die Mannschaftsstärke, ja, 45 Punkte ist ordentlich. Hoffenheim auf jeden Fall hier auch am Drücker. Hoffen wir mal, dass wir vielleicht wieder Konteraktionen wieder zustande kriegen. Das ist eigentlich unser Spiel. Versuchen tief zu stehen, gute Raumaufteilung zum einen, toll zu verschieben und natürlich dann zu schauen, dass wir kleine Unsauberheiten, den einen oder anderen Fehler ausnutzen und dann eiskalt zuschlagen. Da musst du aber dann auch die Qualität haben, ne? Ganz klar. Aktogan leider mit einer 6. Der hat sie eigentlich, der hat solche Laufwege, der kriegt das eigentlich normalerweise auf die Kette. Aber Kolasinac kann sich durchsetzen und die Ecke bereinigen von Wahl. Schade. Neustädter wäre da am Start gewesen. Neustädter mit einer momentan 4,5, aber eine 1,0 bei Ziels. Unsere Defensive kriegt richtig gute Noten. Das freut mich. Nach diesem Spieltag wollte ich noch kurz einwerfen. Wollte ich ganz gerne. Oh. Alter. Joselu. Naja. Tobias Weiß mit am Start. Tobias Weiß haben der gute Moro und ich in Ding gesehen, in Frankfurt, in Bochum mittlerweile am Start. Und als der in die Mannschaft reinkam, der war ja lange Zeit Trainingsgruppe 2. Und als er dann in die Mannschaft reinkam zur Halbzeitpause bei Bochum, ging da echt die Post ab. Also das ist ein richtig heißer Kandidat, Tobias Weiß. Wie gesagt, mittlerweile zweite Liga bei Bochum unter Vertrag. Also jetzt im realen Leben. Im realen, im Real Life, meine Lieben. So, also gucken wir mal. Wie kriegen wir das jetzt noch geschummelt? Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Ist in Ordnung, 1-0 geht noch. Natürlich eine stärkere Mannschaft, das war zu erwarten. Auswärts wird es sowieso für uns recht schwierig sein, weil auch die Erfahrung fehlt, ne, klar. Neustädter, ja, die müssen wir motivieren. Jetzt hier anfangen zu kritisieren. Auch hier motiviere ich, auch bei Aktogan, unter anderen Voraussetzungen, wenn wir jetzt nicht in der ersten Liga wären und so ein Ergebnis da wäre oder ein schwächerer Gegner oder ein gleichstarker Gegner wäre, könnte man da vielleicht kritisieren, aber er ist auch noch jung, ich will ihn da jetzt auch nicht einen Strick draus drehen, ne, ganz klar. Hinten versuchen wir ein bisschen noch fit zu machen, auch hier Massage ansetzen, die müssen viel laufen. Die müssen natürlich viel laufen vorne, ne, für Konter, das ist klar, das ist sehr aufwendig.
So haben wir uns das vorgestellt. Macht es so, wie wir das einstudiert haben. Immer schön Konter, Konter, Konter. Ja, wir warten erstmal, ne? Gucken uns das in der zweiten Halbzeit jetzt ein bisschen an, wie es läuft. Und dann können wir noch einwechseln. Bangura ist noch auf der Bank. Den könnten wir noch bringen, klar. Hoffenheim. Riesenchance. Baller ist noch entscheidend gestört wird, alles klar. Ja, zumindest haben die defensiven Leute recht gute Noten. Tierice hatte streckenweise eine 1,0 noch in der ersten Halbzeit. Pendelt sich jetzt auf eine 2 ein. Ein Schuss von Vukcevic. Wir können es momentan einfach nicht befreien. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da müsste mal was passieren. Befreiungsschlag. Es ist jetzt da unten eine richtige Schlammschlacht. Eigentlich müsste der Schiedsrichter hier so langsam ernsthaft über einen Abbruch nachdenken. Okay. Es hat aufgehört zu regnen. Ja, klasse. Und jetzt hast du den ganzen Matsch da und dann noch Sonne. Na, Mahlzeit. David Abraham verlässt das Spielfeld. So, gucken wir doch mal. Na, nach einem hohen Ball von Marcos kann Ballas zur Ecke klären. Der ist richtig gut, der Ballas. Guck mal, 1,5, Zieheisen 1,5. Vorsicht, gefährliche Aktion von Hoffenheim. Ronny Marcos kommt zum Kopfball und setzt diesen an den rechten Außenpfosten. Mitchell Weiser. Aber der Schiedsrichter hatte bereits abgepfiffen. So. So ein bisschen überraschungsmäßig würde ich ja ganz gerne agieren. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht ab der 60. selber ein bisschen Druck machen. Was meint ihr? Steht im Abseits, weil wir können uns momentan nicht mehr befreien. Ihr seht, wir stehen da komplett hinten drin. Oh, jetzt Torwart Libero. Entschlossener Steilpass von Sassi in die Spitze. Riedmüller spielt gut mit und kommt weit aus seinem Tor heraus. Und ist ganz knapp vor Joselu am Ball und klärt. Sehr gut, sehr gut. Wir haben alle fit gemacht, das ist die 55. In der 65. werde ich mal umbauen und gucken wir doch mal. Oh, die sind jetzt wirklich knallhart, ey, rot. So ein Rot habe ich auch selten gesehen. Entweder jetzt oder gar nicht, scheiße. Auf die kurze Ecke. Riedmüller ist jedoch rechtzeitig in bedrohten Ecke und kann sich erhalten. Ey, klasse, was für Werte wir kriegen in der Defensive. Der Hammer, okay. Also, wir nehmen nehmen wir raus. Wir bringen den zweiten Stürmer und gucken mal, ob wir jetzt vielleicht ein bisschen offensiver vorgehen ab der 65. Minute. Also Abwehrreihe ein bisschen nach vorne schieben, Abseitsfalle reinnehmen, das Pressing hochfahren, 55% Laufwege. Wo läuft er denn hin? Wo läuft der Aktogan hin? So, okay. Die holen sich den Ball jetzt hier in der Mitte ab. Versuchen wir es über die Flügel. Versuchen wir es nochmal ein bisschen über die Flügel. Ja, also jetzt geht es um die Wurst, Ladies and Gents. Gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Also, jetzt machen wir Druck. Hoffentlich können wir sie ein bisschen überraschen. Auf geht's, würde ich sagen. Geht drauf. Jetzt kommt nämlich das Pressing, die Pressingphase von Holstein Kiel. Schauen wir doch mal, ob wir da ein bisschen gegensteuern können. Pascal Käser für Schwab. Da wird gewechselt. Oktogan. Mancini könnten wir noch rein raus tun und könnten nochmal alternativ Montero bringen. Oder Rossini. So, Jungs, jetzt gehen wir drauf. 73. Heinze wird alle nicht so wirklich fit. So, Aufstellung nochmal. Da kommt gerade eine Chance für uns, habe ich gesehen. Wir nehmen Wirt raus, bringen jetzt mal Kasyanov auf die linke Seite. Und Wölfel. Passt. Auf geht's. Bin mal gespannt jetzt. Holt einen Eckball heraus. Der wird sehr gut. Ecke von links. Wahl. Die Ecke kommt schön auf den Elfmeterpunkt, aber Wiese stimmt heraus und schiebt alles zur Seite, was er sonst noch so an den Ball will. Dann pflückt er das Leder aus der Luft und begräbt es unter sich, der Wrestler. Jetzt geht er aber steil hier. Echt, ey, krass. So, geht drauf, Jungs. Schiri schon genervt, aber ist egal. Jetzt müssen wir sie natürlich packen. Ne? Die haben jetzt wirklich viel Aufwand betrieben für einen 1:0. Die Hoffenheimer.
in den ersten 70 Minuten. Wenn wir es jetzt richtig anstellen, dann können wir sie überraschen, ne? Oder fangen uns noch ein Ding, klar. Das ist natürlich das Gefahr, was du schon, mit dem wir hier spielen. Aber schauen wir mal. Nochmal Chance für Holstein Kiel. Mats Möller-Deli spielt da sehr mannschaftsdienlich und passt zu Onu Akdogan. Statt selbst zu schießen, der türkische Nationalspieler aber verzieht. Überhastet. Ah, Akdogan, Mensch, Keule. Und Wölfe geht es weiter. 87. reicht wohl nicht. Vielleicht zu spät die Kehrtwende, aber gut, daraus kann man lernen. Man hat aber gesehen, dass es auf jeden Fall was gebracht hat. Ne? Das Kräfteverhältnis hat sich schlagartig verschoben. Wenn wir da noch ein bisschen effektiver werden zum Schluss, könnten wir auf jeden Fall demnächst einmal eine Mannschaft überraschen. Aber dann müssen wir auch effektiv sein, klar. Das ist wichtig, ne? Da müssen die Stimme auch wirklich was reißen da vorne. Halb so wild auswärts kann man verlieren, 1-0 gegen Hoffenheim. Das ist alles noch im Rahmen. Ich finde die Noten ein bisschen undankbar. Klar, Akdogan, der hätte da seine Chancen nutzen müssen. Aber ja, letztendlich passt das auch. Ergebnis, Sieg, Niederlage, halb so wild, alles cool. Stimme zum Spieltag. Ich habe Sebastian Wirth ausgewechselt, weil ich einen anderen Spieler einwechseln wollte. Da musste ich einen auswechseln. So, von uns schafft es keiner leider rein. Doch, der Riedmüller. Brachiale Leistung von Riedmüller. Hat gut dagegen gehalten. Tolle Paraden gezeigt. Finde ich ja klasse. In Ordnung. So. Reserve Holstein Kiel 2. Jetzt gucken wir doch mal wegen dem Stadion. Liebe Leute. Was ist mit denen denn los? Wie sie komplett durchdrehen, ne? So, das haben sie gesagt. Klassenerhalt, ne? Oder so, ne? War doch das Ziel, die Zielvorgabe. Statusbericht Verletzungen, alles klar. 4 Wochen noch. Ja, Kreuzbandriss habe ich beim letzten Mal überlesen. Das dauert noch eine ganze Weile. Ist natürlich sehr ärgerlich, weil er einer der gefestigten Innenverteidiger bei uns war, ne? Also war eigentlich schon gesetzt. Meiner Meinung nach. Begleitet uns ja auch schon eine ganze Weile. Sebastian Becker. Mannschaft der Woche, Riedmüller. Kann man leider nicht reden, okay. Aber die Medienarbeit zahlt sich aus. Da wollte ich nochmal kurz reingehen in die Jugendmannschaft. Nochmal aussortieren. So, und zwar Grigutsch Aktion, Vertrag nach Hause schicken. Gibt ja bald, ich mache bald die Ankündigung, wann ich die Spieler eintrage. Kowalski, ich nehme die raus, Jungs, die nur 2 Sterne haben. Wir wollen ja hier ein bisschen das Niveau anheben. So, dann die B-Jugend. Auch hier Makal. Die B-Jugend. Dietz. Vertrag nach Hause schicken. Hofstetter. So, ist bald soweit. Ja, der Busutil, der braucht auf jeden Fall mal noch einen tollen Mentor. Das habe ich auch gelesen in den Kommentaren. Klar, das bleibt nicht aus. Becker ist doch perfekt. Der hat gerade momentan Regenerationszeit. Da kann er sich um den Malteser kümmern. Charles Busutil, der wird ein ganz heißer auf jeden Fall. Das wird ein ganz heißer. Hat auch schon die Größe, oder? 1,70 mit 15 Jahren. Das ist schon ordentlich. Das kann sich sehen lassen. Ja, und die wichtigen Werte, nur wichtige Werte für Innenverteidiger. Ganz wichtig, Zweikampf, Grätsche, Robustheit. Hoch auf eine 61, der Spaß, Manndeckung auch. So, dann machen wir überall eine 64, dann haben wir auch hier die fixen Zahlen. Sehr gut. Charles Busutil. Ja, man kann dieses Talentgefüge noch ein bisschen aufpolieren. Wenn wir uns mal bei den Scoutings ein bisschen umschauen. Blickfeld. Ne, wo waren denn die Scouts? Hier, ja, sind die Scouts. Da. Zum Beispiel. Und zwar nach Jahren. Ja, das bringt mir nix. Verstehe gar nicht, warum wir da nichts, warum finden die nichts an Spieler. Ich meine, die beobachten doch hier permanent unseren Jugend, ne? Also da müsste eigentlich ein bisschen was drin sein. Naja, können wir aber trotzdem, wir gucken mal nach Jugendspielern, die wir da reinholen können, die so ein bisschen unser Niveau anheben. Ich gucke einfach mal, was da so gibt.
3 Sterne würde unser Niveau anheben, ne? Und das wäre das aktuell Maximum, was wir uns leisten können. Jugendspieler. Nur realistische. Ey, war nix. Einfach nix. Und unrealistische? Da gibt's ein paar. Warum sind die nicht verfügbar? Ist ja ärgerlich. Feyenoord. A-Jugend. Antonio. Paraguay. Peru. Pizarro. Diego Pizarro. Leandro. Schade, dass wir da nichts nicht anstinken können. Ich kann die aber trotzdem, man kann die trotzdem scouten, oder? Oder auf Transfermarkt packen. Oder auf Transferliste packen, ich weiß es nicht. Ob es Sinn macht oder ob die allgemein nicht verfügbar bleiben. Gucken mal kurz im Kalender. Hatten wir denn schon so einen Jugendtag? Da könnte man nochmal ansetzen. PR, Sponsorentag, Mannschaft, ne. Teamgeist. Ne, passt. Oh, jetzt Schalke auswärts. Oh, englische Woche gleich, ne. Krass. Gleich am dritten Spieltag schon. Schalke, nee, Schalke zu Hause. Ah, wir spielen zu Hause gegen Schalke. Okay, auswärts dann gegen Hamburg und gegen Berlin. Ja, Schalke könnte so ein Kandidat sein, wo man nochmal Punkte holen kann zu Hause, oder? Wo hängen die rum? Oh ne, die sind schon da oben. Die haben auch schon zwei. Die haben zwei Siege. Die sind auch in Form. Bitter. Dann wollte ich nochmal kurz bei Infrastruktur gucken. Das ist fertig. Ganz kurz nochmal Finanzen abchecken. Budget. Alles runter bei Transfers. Ein bisschen auf Gehalt. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Und der Rest geht auf Infrastruktur. So, jetzt haben wir 9,2 Millionen. Das müsste passen für das Stadion. Dann habe ich auch mittlerweile mir nochmal das angeschaut. Was da vorgeschlagen worden ist. Ich mache mal kurz einen Sicherheitssave, damit das Ergebnis bleibt. Weil alles, was mit 3D-Modi zu tun hat, ist allgemein beim FM immer so ein bisschen störanfällig. Zuletzt lief immer alles bei mir super. Aber wir wissen das ja selber alle, ne? Dass da, wie gesagt, immer mal Probleme auftauchen können. Weiß der Geier, woran das liegen mag. So, das war der Plan. Das ist das Standardstadion. Und wenn ich jetzt Stadion laden mache, Kiel alle Elemente. Umbau A wäre das erste. Habe ich recht? Genau, und dann habe ich einen Fehler gemacht. Also auf jeden Fall sollte ich ein bisschen Banden wegnehmen, ein bisschen Werbung wegnehmen, ne? Dann würde ich fast sagen, nehme ich in der Mitte weg oder oben weg? Ich nehme oben dann weg, oder? Oder? Dann nehmen wir Bandenwerbung. Oder vom Dach. Vom Dach, ne? Vom Dach macht am meisten Sinn. Das Dach, glaube ich, ist das Entscheidende, wo es passt. So, dann habe ich mir das angeguckt. Und zwar habe ich hier gemacht B-doppelt, B-doppelt, B-einfach. Und hier habe ich den Fehler gemacht, B-doppelt, B-doppelt, B-doppelt. Sehr richtig. Sehr aufmerksam. Vielen Dank nochmal. Ich habe mich auch schon in den Kommentaren selber bedankt. Für den Nachtrag. Dächer rund B-einfach. Rund B. Das müsste dann passen. Sieht ein bisschen anders aus, ne? Aber passt laut. Laut Liste hier. Rund B doppelt doppelt einfach. Rund B doppelt doppelt einfach. Jo. Ja, sieht ein bisschen kurios aus, aber weil es hier ein bisschen überhängt, ne? Aber na Gott. Mein Gott, who cares? wie machen wir das jetzt? Ja, das passt eigentlich. Den Rest müssen wir jetzt hier erstmal so lassen, die Ecke. Oder wir lassen die Ecke komplett weg. Also wir bauen nur erstmal die Tribüne. Oder man baut erst nur die Ecke. Was kostet mich das jetzt, das Ganze? Guck mal, wie günstig. 4,5 Millionen. Und allein dadurch haben wir dann schon neue Kapazitäten ohne Ende. Ja, ne? Nutzen wir, oder? Komm, die 4,5 Millionen ist ja gar nichts. Habe ich nicht 9 gelesen oder 8? Was habe ich denn da gelesen? Das gibt's ja gar nicht.
krass. Na gut, okay. Wir fangen mal an, bauen mal aus. Starten mal mit der Tribüne. Und wenn die dann so vorwärts geht, würde ich sagen, in der zweiten Ende der Hinrunde dann, wenn wir dann schon ein bisschen vorwärts gekommen sind hier mit der Geschichte, können wir uns überlegen, dann die Haupttribüne auszubauen. Die sollte dann als nächstes kommen, ne? Macht ja meistens Sinn, wenn man das hier fertig hat, dann kommt die Haupttribüne und dann ziehen wir den Rest nach mit einem großen Umbau. Dann haben wir nämlich die Haupttribüne, die Südtribüne und dann müssen wir den Rest halt eben nochmal nachziehen, nach und nach. Wir gucken mal. Also, wenn uns das jetzt erstmal hier fehlt, das ist ja halb so wild. So, Stadionausbau. Können wir sofort bezahlen? Kreditsumme 4,5, Zinssatz? Nee. Sofort bezahlen. Alles klar, Leute, es läuft schon. Gehen wir mal fix. Schließen. Da sehen wir es, genau. Die drei sind momentan 15 Wochen, das ist ja gar nichts. 15 Wochen ist gar nichts. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen, dass es so schnell geht. Das kriegen wir bis zum Winter schon fertig. Geil. Da freue ich mich drauf. Sehr schön. Ja. Das heißt, wir müssen mal kurz rechnen. Wann wären wir denn da fertig, theoretisch? Theoretisch. 4 Monate, ne? 4 Monate. 4 Monate, das heißt September. Komplette September geht jetzt drauf. Komplette Oktober geht drauf. November. Dann sind wir Ende Dezember schon fertig. Und dann sollten wir aber schnellstmöglich überlegen, ob wir nicht... Naja, Baukosten 4,7 Millionen. Frage ich mich halt, ob wir nicht die Ecken schon mitnehmen. Ja gut, jetzt also so kreuz und quer baut man ja auch nicht um. Ich will jetzt ja schon ein bisschen realistisch halten. Man macht ja immer erst eine Ecke zu Ende und dann macht man die andere. Ne? Man fängt ja nicht an, man baut ja kein ganzes Stadion neu. Und ein bisschen Eintrittsgelder brauchen wir ja auch noch jetzt zum Start-up. Wir gucken mal ganz kurz Kartenverkauf. Hoffentlich kriegen wir keinen Ärger mit den Dauerkartenbesitzern. So, ein bisschen Plätze fehlen uns, klar. Sieht gut aus, ne? Wie das hier, die beiden Ecken sind momentan mit dem Ausbau beschäftigt. So, in Ordnung, ein Stückchen vorwärts. Wir müssen ja mal vorwärts kommen, denn es geht jetzt gegen Schalke. Thomas Kallas wechselt zu Celtic Glasgow, alles klar. Und da sieht man mal, ne, wie schnell das Geld aber auch drauf geht. Wir haben jetzt nur einen Bruchteil des Stadions ausgebaut und es gehen schon 4 Millionen weg. Wir hätten ja danach auch keine Megatempel, ne? Also wir hätten ein durchschnittliches Bundesliga-Stadion. Danach. Und das muss ja auch unterhalten werden, ne? Nach wie vor. Jugendspieler entdeckt. Ja, sehr gut. Der 15-jährige Sebastian Barth. Bitte mal was Gescheites. Wieder nur 3,5 Sterne. Wir tun uns da echt schwer, ey. Aber gut, nehme ich mit. Yo. Jugendmannschaft. Da, die füllen immer auf mit Dreck. Das ist unser Problem. Ich verstehe schon. Ich weiß, woran es liegt, aber ich würde mir ja wünschen, es wird mal ein bisschen besser. Versteht ihr? Ich würde mir ja wünschen, es wird ein bisschen besser. Wird es aber nicht, weil wir noch zu mager ausgebaut sind, was das angeht. Infrastruktur, wir müssen da in die Jugend investieren. Momentan Jugendinternat dauert auf Stufe 2. Jo. Noch 11 Tage und danach bauen wir wieder das nächste, würde ich sagen. Nee, wir bauen das Bürogebäude oder den Bauhof bauen wir aus. Den Bauhof, das macht am meisten Sinn, glaube ich, ne? Sind hier Wochen oder Tage angegeben? Ich glaube, Tage sind das, ne? 14 Tage? Ist aber auch ein bisschen dünn. 14, naja gut, das sind Tage, aber... Klar sind das Tage, sieht man ja. Dauer... Ah, nee, Ausbau läuft 27. Nee, da waren es ja auch 15 Wochen. So, wir haben es im Winter schon fertig, das heißt, die Rückrunde könnten wir schon mit einem Teil des neuen Stadions angehen. Die Haupttribüne wird bloß leider ein bisschen teurer, das kann man festhalten, da muss ich nochmal von der Transfersumme was runterziehen. Macht aber nichts. Und wir dürfen ja die andere Infrastruktur auch nicht vergessen, da wollen wir ja auch noch ein bisschen nachlegen. So, nochmal ein Stückchen nach vorne, würde ich sagen. Können wir den Jungs nicht ein bisschen reden? Hier momentan lässt es keiner hier. Doch, hier wird. Okay, Neustädter. Ziereis. Ja, gegen Schalke, ne? Das wird schwer. Ganz klar zu Hause.
gucken wir uns, würde ich sagen, aber nicht, wir machen mal zu Hause Schalke Textmodus, wenn ich nichts dagegen habe, weil wir eh gerade im Umbau sind. Das, nee, wir können, ja, können wir ja sowieso noch machen. Gegen Hertha machen wir wieder 3D. Gegen Schalke gucken wir uns mal Textmodus an. Und dann gucken wir mal demnächst. Hamburg wäre sogar noch ein Kandidat für ein Auswärts-3D-Spiel. Schauen wir mal. Ja, so viel dazu. Blau und Weiß ist der Himmel nur. Und wen haben sie denn hier am Start? Oh, der Max Meyer haben sie wirklich noch im Team. Ist ja sehr. Er steht schon vor seinem 100. Spiel in der Liga. Heftig. So, die Kieler Debütanten am Start gegen FC Schalke 04. Ja, versuchen wir unser Glück, ne? Aus der Defensive heraus. Schöne Konter fahren wieder. Gucken wir mal, lief nicht so schlecht gegen Hoffenheim. Zu Hause haben wir noch ein bisschen Heimvorteil mit Fans. Aber gut, die haben wir ja ausgesperrt. Da haben wir ja die Südtribüne, sind wir ja am Umbauen. Teamdynamik. Da müsste man nochmal vielleicht ein bisschen ansetzen. Und uns, wir sollten nochmal vielleicht, was auch ganz wichtig ist, mache ich aber in der nächsten Folge. Zwischen Schalke und Hamburg mache ich das. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. In der nächsten, ach, wir ein bisschen Taktik müssen wir schon noch vorher machen. Aber haben wir ja alles eingestellt. Wir wollten schon ganz gerne so fahren, ne? Also, ich sag mal, hier ein bisschen nicht so breitbeinig laufen. Warum hat Aktogan denn so einen komischen Querlauf hier? Kein Wunder, dass der vorbeischießt, so wie er läuft. So, jetzt sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Oder? Oder? Ich überlege gerade, ob ich nicht doch vielleicht Bangura reinnehme in die Startelf. Und Rossini, Wölfel. Ich habe ja nicht mit dem offensiven Mittelfeld geplant. Bring de Kolb mal. Der ist ganz fit. Und der Kazetis. Der ist auch ganz heiß. Da brauche ich noch ein Bild. Shit, ich habe eins vorbereitet. Du musst mehr Verantwortung übernehmen. Du musst körperlich stärker werden. Oh, der ist erst 21. Da habe ich noch ein Bild vorbereitet, was ich noch reinnehmen wollte. Dauert nur leider ein bisschen. Gusche ist noch da. Ja, oder der Kader ist schon dicke, ne? Also wenn man mal guckt, da ist eine ganze Menge Material vorhanden. Gucken wir mal kurz. Also den sechsten, also den Innenverteidiger Lüding ist momentan einer zu viel, würde ich bald sagen. Wenn dann Kazetis. Aber ansonsten, ja, wir gucken mal. Rettes Mittelfeld, Giau. Wäre auch noch mal eine Alternative. Bringe ich mal Giau heute. Schauen wir mal. Ich nehme halt die Jungs, die hier wirklich fit sind, ne? Beim Stürmer, ein Alternativstürmer würde ich hier ganz gerne drin lassen. Dann habe ich aber mit Kolb. Dann nehmen wir Aktogan, dass der sich mal beruhigt raus und bringt dann Gusche. Dann doch noch mal Wölfel, ne? Jo. Um ein bisschen flexibler zu sein. Wie gesagt, ich habe die Jungs drin. Auf der Bank. So muss man sagen. Ich habe die Jungs auf der Bank, die in Form sind. Schauen wir mal. Also, heute geht's los. Gegen Schalke. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.